Man kann nun seine Premium-Items stapeln. Außerdem können die legendären Belohnungen, die Gratis-Legis aus den Challenges, shiny sein, zumindest Mewtwo mal, da habe ich schon Screenshots gesehen und viele weitere Infos dazu. Damit geht's halt ein wenig Pokémon Go. Fangen wir mal an. Niantic hat gestern Nacht das angekündigte Feature aktiviert, mit welchem man zum Beispiel 5 Glückseier hintereinander vernaschen kann und dann eine Dauer von 2,5 Stunden sofort hat. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel in einer Rampenlichtstunde 2 Items auf einmal nehmen kann oder für einen Community Day könnte man sich direkt 6 oder 12 Items genehmigen für die Dauer von 3 oder 6 Stunden, ohne dass man immer einen Timer stellen muss. Wirklich feines Feature. Plus, wenn wir nur ganz kurz zur Challenge Nummer 4 schauen, einstündiger Rauch, Glückseier und Sternenstücke, man könnte rein theoretisch kurz vor Ablauf des Events noch 24 mal Sternenstück aktivieren und das hält dann für 24 Stunden. Das ist nämlich die Obergrenze, das Limit. Darüber hinaus kann man nicht mehr stapeln. Also es verlängert sich nur die Dauer, nicht die Effektivität. Das wäre ein bisschen zu heftig. Apropos verlängern, echt genial, wenn man in die Heute-Registerkarte schaut, wird man bemerken, dass die Rauchdauer und alle anderen tollen Boni für die aktuelle Krise verlängert wurden, um einen ganzen Monat in etwa. Vielen Dank, Niantic, das ist momentan wirklich sehr notwendig, finde ich extrem genial. Das zeigt aber auch, wie lange diese ganzen Events schon in Planung waren und die Texte schon geschrieben waren, weil einstündigen Rauch müsste man ja ansonsten hier nicht als Eventbonus dazu schreiben. Also auch die halbe Brutdistanz und so weiter, die wird uns noch erhalten bleiben. Hier auch eine kleine Ankündigung oder Erinnerung an alle. Irgendwie mit jedem zweiten oder dritten Update deaktiviert sich Abenteuersync automatisch. Wer sich wundert, einfach mal in die Einstellungen reinschauen und das Häkchen bei AdventureSync wieder reinmachen. So, dann haben wir neue Raid-Bosse seit gestern 22 Uhr, sprich seit heute bei uns. Darkrai ist der 5er-Raid. Erstmal möchte ich eine Infografik von Couple of Gaming einblenden. Was gibt es sonst noch so? Wir haben noch Praktibalk. Flunkiefer ist im PvP ganz nett, Alola Raichu ebenfalls. Togetic ist geblieben für alle, die Togekiss noch benötigen. Smetbo im 4er-Raid, alles klar. Und spannenderweise im 4-Sterne-Raid ebenfalls, war normalerweise immer im 3er-Raid, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und konnte man Solo machen, jetzt vermutlich nicht mehr. Das mal zu den Raids. Traurige Nachricht und auch hier die offizielle Bestätigung von Niantic, Darkrai ist beabsichtigterweise nicht in der Kampfliga erhältlich, sondern das ist sozusagen ein Fan-Raid-Feature-Event, um das Ganze mal ein wenig zu pushen. Da hat sich Niantic Indigo auf Reddit zu Wort gemeldet, Niantic Support, und 57 Stimmen nach unten erhalten. Also das kam offensichtlich nicht so gut an. Allerdings steht hier auch, sie werden Feedback sammeln und an das Team weiterleiten. Ja, vor allem, weil man jetzt für die Fan-Raids noch keine Freunde einladen kann. Das hilft trotzdem nicht, wenn ich keine Arena in der Umgebung habe. Dann kann ich kein Darkrai raiden, nicht mal mit Fernraid. Apropos in der Nähe, in der Umgebung, vielen Dank für alle Berichte dazu. Mir haben Leute geschrieben in der Art, ich habe keinen einzigen Pokestop in Sichtweite, der nächste irgendwie 2 Kilometer weit weg und habe trotzdem Geschenke von meinem Kumpel erhalten. Also, das finde ich wirklich spitze. Jedoch bekommt man die Geschenke offenbar nur, wenn man selbst kaum noch Geschenke im Inventar hat. Also, wenn ich gerade 18 von 20 Geschenken habe, dann wird mein Kumpel vermutlich keine bringen. Ab Level 0 im Grunde. Man muss nur einen Kumpel haben. Gut, dann machen wir weiter mit den angekündigten Challenges. 4 Herausforderungen schafft man alle, gibt es am Ende im Einall-Event eine Spezialforschung, wo man Genesekt erhält. Für wenige Leute, die wirklich schnell waren, war diese Herausforderung schon verfügbar, die Nostalgie-Herausforderung. Deshalb wissen wir schon die einzelnen Quest-Schritte von der ersten Herausforderung, Kanto. Und ein Spieler, Grüße gehen raus an Blacky und herzlichen Glückwunsch dazu, hat das Ganze schon fertig gemacht, gestern Abend, Moment, nein, wann war das? Ist auch völlig egal, wann.
und hat ein Shiny Mewtwo daraus gezogen. Mit der Event-exklusiven Attacke Psychostoß oder mit Top TM erlernbar oder was auch immer. Aber zumindest mal hier die Bestätigung für Mewtwo, ne, kann sogar schillernd sein. Finde ich wirklich krass. Dann die Schritte. Viele wollten wissen, ist das schwierig, kann ich das schaffen, nur eine Woche Zeit? Achtung, Spoiler-Alarm, ich werde jetzt hier die einzelnen Schritte zeigen. Und zwar von Pokémon Go Hub aufgelistet, unter anderem hier. Echt genial, also es ergibt alles Sinn, diese Belohnungen, was man machen muss. 3 Pflanze-, Wasser- und Feuer-Pokémon fangen. Das sind offensichtlich die Starter. Dann einen Schnappschuss von einem Käfer-Pokémon machen, der Vertania-Wald. Ein Gestein-Pokémon fangen und dann gibt es sogar am Ende Onix als Belohnung. Der erste Orden bei Rocco. Echt genial gemacht. Und die anderen Schritte hier, ich habe mir die angesehen, sehr einfach und definitiv von zu Hause aus machbar. Verschicke 3 Pokémon und so. Nur Kämpfe in einem Raid gibt es auch. Also wer keine Arena bei sich in der Nähe hat oder gerade nicht rausgehen kann, will, darf, möchte, ohne Fernraid-Pass wird das definitiv schwer. Ansonsten irgendwelche Pokémon von speziellen Typen fangen, Pokémon entwickeln, hochpowern, Geschenke verschicken. Also tatsächlich, außer Raid, ist alles komplett easy machbar. Und bei dem Raid noch dazu gesagt, muss man nicht mal gewinnen. Da steht nur dran, Kämpfe in einem Raid. Man kann also rein, die Zeit ablaufen lassen, sollte man den Raid nicht schaffen. Und dieser Quest-Schritt sollte trotzdem aktualisiert sein. Warum gehe ich da so genau drauf ein? Macht das unbedingt fertig. Das ist eine der besten Belohnungen, die es seit längerer Zeit gratis hier gab in Pokémon Go. Und eine Woche ist vielleicht doch schneller rum, als man denkt. Dann hängt man bei irgendeinem Quest-Schritt, fange ein Psycho-Pokémon, habe ich gerade nicht. Und zack, hat man die Challenge plötzlich versäumt. Man hat eben nur diese Woche Zeit. Dann die nächste Challenge, wieder eine Woche. Und wer alle 4 schafft, bekommt eine unbegrenzte, zeitlich unbegrenzte Spezialforschung. Und wenn die anderen Quest-Schritte so bleiben, das höchste der Gefühle ist vermutlich wirklich Kämpfe in einem Raid. Also ein paar Rauch aufheben für diese Herausforderungen, den einen oder anderen Fernraid-Pass von der Pokécoin-Box hierfür aufsparen, wenn man ansonsten nicht raus kann. Und dann steht einem möglicherweise schillernden Mewtwo mit Psychostoß nichts mehr im Wege. Ja, am Ende hier noch gesagt, gestern war die Taubsi-Stunde, der neue internationale Feiertag, der 28. April. Rampenlichtstunde von 18 bis 19 Uhr. Ich habe durchgefangen mit Rauch und Lokmodul. Leider nichts erhalten. Ich habe sogar manchmal die normalen oder die anderen Pokémon nicht gefangen. Nicht, dass ich noch irgendein Taubsi verpasse. Glückwunsch an alle, die ein Shiny bekommen haben. Ich habe so viele Bilder gesehen. Danke für die ganzen Markierungen. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, eine der besten Stunden. So von der Häufigkeit des Event-Pokémon her. Ich habe da Bilder gesehen, wo, und ich habe das gezählt, in etwa 16 Pokémon auf dem Bildschirm waren und 15 davon waren Taubsi. Das war abartig. Ich habe keine einzige Entwicklung durchgeführt, keine einzige Sekunde irgendwie verschwendet. Leider wollte es einfach nicht sein. Und wir bleiben bei einem selbstgefangenen schillernden Taubsi. Alle anderen habe ich mir ertauscht. Aber das zweite kommt schon noch. Irgendwann. Ansonsten, für den Mai wurden noch keine Rampenlichtstunden angekündigt und am 1. Mai, 22 Uhr unserer Uhrzeit, wird außerdem die Season 1 in der Kampfliga enden und schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Ansonsten, für diese Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim... Ach so, nächstes Mal weiter. Ich habe vergessen, die App auf Deutsch wieder umzustellen. Jedoch beim Raiden muss ich sie momentan aufgrund dieses Fehlers auf Englisch haben. Echt nervig, ich hätte gerne das Spiel auch wieder auf Deutsch für die Videos. Ah, naja, beim nächsten Mal weiter.